Schwento. Oh ja. Und das ist das 1:0 in der 22. Minute. Dusan Svento arbeitet sich nach vorne und Alan in der 22. Minute mit dem ersten Treffer für Red Bull Salzburg. Hat etwas gedauert. Aber jetzt die Erlösung. Und dann wird das auch schon etwas lockerer. Da hat sich Schwento durchgearbeitet und das macht Alan dann sehr gut. Hat den Ball eigentlich in den Rücken bekommen. Erwischt aber auch den Torhüter auf dem falschen Fuß. Hat zu viel Platz für einen Spieler seiner Klasse. Light Gap. Oh, der war hervorragend. Großartige Aktion. Dann doch zu zentral aufs Tor, aber den auch noch platziert. Passanen, Jantscher, und das muss das 2:0 sein, das ist es auch. 44. Minute, 2:0 Red Bull Salzburg. Klassisch auskombiniert, Alan mit dem zweiten Treffer in der 44. Minute. Zuspiel von Jakob Jantscher über die linke Seite, ganz schnell gegangen. Hier nochmal Passanen. Auf Jantscher, wieder einmal klappt die Abseitsfalle nicht. Auch hier bleibt Alan hinter dem Ball, damit kein Abseits und es steht 2:0. Das ist in Ordnung, das ist genug, auch unter diesen Bedingungen und Voraussetzungen. Und jetzt geht es ihn raus für Zarate. Und vielleicht doch noch die nächste Möglichkeit. Ja, 3:0 in der 46. Minute. Und damit gibt es einen lupenreinen Hattrick für Alan, der hier in der 46. Minute gleich noch einmal trifft. Im Nachsetzen 22., 44. und 46. Minute. Da haben sie alle zu lange gewartet. Zarate geht nochmal nach. Dann entkommt er hier der Schere zum Glück und einer Verletzung. Zur Mitte, Alan, zuerst mit dem Kopf und dann im Nachsetzen. Alles korrekt, auch hier kein Abseits und damit 3:0, Alan gesetzt. Und ganz schwer zu bändigen. Hat das ganz schnell ausgebessert. So, vielleicht jetzt etwas mehr Platz. Achtung, ja. In der 61. Minute das 1:3. Für Lierpeier. Hat aber offen, hat zu lange zugesehen und dann ist Platz für Jürgis Kalns. Schummer. Guter Schuss und das ist das 4:1 in der 89. Minute durch Simon Schummer. Also da gelingt dann doch noch ein Treffer. Keine große Kombination jetzt. Es war mehr ein Gewaltakt aus der zweiten Reihe. Toller Schuss von Simon Schummer in der 89. Minute, das 4:1. Und damit ist die größte Attraktion aus Salzburger Sicht in der zweiten Hälfte nicht die Uhr, sondern doch noch ein Tor von Simon Schummer, der eine gute Partie gespielt hat und hier mit einem wuchtigen Schuss aus großer Distanz für den attraktiveren Schlusspunkt setzt.